Und zwar der J.G. Duke ist unser erster Block mit seiner Gruppe. Er macht Country-Music, er ist ein Amerikaner, deshalb jetzt auf Schriftdeutsch. J.G. Duke, das Lied, das wir hören, das gehört zur Ausscheidung für den Europäischen Country-Festival. Yes, that's right, das stimmt. Mit diesem Lied und einer anderen, die ich komponiert habe, haben wir ja letzten Sonntag gewonnen. Und wir sind sehr, sehr stolz darauf, die Schweiz vertreten zu dürfen am 14. Juli. Was ist es für ein Lied? Ja, das ist Stop for a While. Und dieses Lied habe ich geschrieben, als ich ein bisschen Zeit gehabt habe, darüber nachzudenken, wie es mit einer bestimmten Sache weitergehen soll. Es geht bei dieser bestimmten Sache ganz bestimmt um die Liebe. J.G. Duke, Country Music hier live aus der MUBA. J.G. Duke, herzlichen Dank für diese musikalische Einlage, für die Country-Einlage hier. Nun weiß man bei vielen Country-Sängern, die natürlich im europäischen Raum zu Hause sind, dass sie selbst keine große Beziehung zur Szene in Nashville haben. Nun, sie haben sie, sie sind dort geboren. Yes, well, wir haben viele Szene überall auf der Welt, aber ich muss schon sagen, am besten fühle ich mich hier in der Schweiz. Wie du weißt, habe ich jetzt letzten Oktober in Las Vegas, Nevada, geheiratet. Und 3 Wochen lang haben wir Flitterwochen auf Hawaii gemacht. Und meine schöne Frau, sie stammt aus der Glarner-Gegend, also sie ist Schweizerin.
Sie kommt aus Niederurnen, habe ich gehört. Yes, das stimmt. Und jetzt wohnt ihr im Glarnerland? Wir wohnen jetzt in Luzern, eine wunderschöne Stadt. Es hat auch andere Country-Großen dazu hingeschlagen und ich freue mich sehr auf die Gesellschaft da. Jetzt, JG, noch zu meiner Frage wegen Nashville. Du bist dort geboren, du warst als Kind in Nashville. Das heißt also, der Cowboy-Hut ist für dich jetzt nicht eine Show, sondern der wird dort wirklich getragen. Ja, das stimmt. Wir tragen sie zum Beispiel, wenn wir zum Arbeiten gehen oder wenn wir singen oder schlichthin, also wenn wir am Samstagabend tanzen gehen. Hoffentlich haben wir irgendwann mal das Glück, auch diese drei bezaubernden Damen auch nach Nashville mitzunehmen. Sie sind auch alle Schweizer und meine Band, ich bin sehr, sehr stolz darauf, sind auch alle Schweizer Musiker. Das beweist immerhin ein bisschen American Know-how und die Schweizer Qualität und damit hat man es. Ein Kompliment also von dir jetzt für die ganze Band, für die Begleitung. Jetzt ist es so, dass du an diesem europäischen Country Festival für die Schweiz teilnehmen wirst. Gibt es von diesen Songs jetzt auch schon eine Platte? Wir werden jetzt diese zwei Lieder, eins davon habt ihr heute leider nicht gehört, aber ich komponiere und ich interpretiere nur meine eigenen Songs, also ich singe keine fremden Songs und es gibt jetzt im Juni, am 30. Juni werde ich hier in der schönen Basel Beat im Rheinfelden meinen 40. Geburtstag feiern und ich möchte diese Gelegenheit nicht versäumen, alle meine Fans einzuladen. Es ist total gratis und ich möchte, dass alle kommen, egal wie viele es sind, sie sind herzlichst eingeladen. Nehmen wir alle an. Haben Sie alle gehört? Wunderbar, also zum 40. Geburtstag vom J.G. Duke. Herzlichen Dank Ihnen und Ihrer Gruppe und einen Applaus, glaube ich, für die Band.